Eigentlich wollte ich jetzt in diesem Moment ein Video schneiden von den letzten paar Tagen, meinen letzten Weihnachtsvorbereitungen und... Warum machen wir das mit dem Brotmesser? Das ist voll falsch. Ah, das werden wieder alle Leute schreiben. Das ist ein Brotmesser, damit schneidet man nicht. Um eine schöne Form zu bekommen. Um eine schöne Form braucht man Zacken im Messer. Deswegen Brotmesser zum Pralinen schneiden. Ein paar Familiensachen, bei denen ich anwesend war. Ja, je. Man sieht da generell einfach gar nichts. Ah, jetzt sieht man dich. Jetzt hat es fokussiert auf einmal. Jetzt auch, wie kann das denn passieren? Ich habe gemerkt, ich habe einfach viel zu wenig gefilmt. Ja, schade. So ein richtiges Video wäre halt einfach nicht daraus entstanden. Ich wollte aber trotzdem am heutigen Tag ja eins rausbringen und euch frohe Weihnachten wünschen und ein paar wunderschöne Festtage. Und auch wenn ihr nicht Weihnachten feiert, wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Ihr habt vielleicht frei, zumindest für heute, morgen, übermorgen. Ist ja auch Wochenende, deswegen schönes Wochenende an die, ich Weihnachten feiern. Allen von euch möchte ich aber noch eine kleine Aufgabe mitgeben, egal ob ihr feiert oder nicht, weil Weihnachten ist für mich jetzt halt nicht nur so eine religiöse Geschichte und ich glaube für viele andere Menschen auch, ist Weihnachten inzwischen halt einfach so ein Fest der Familie und des Zusammenkommens. Also ich würde mir wünschen, dass einige oder vielleicht sogar alle von euch einfach versuchen, diese Tage wirklich mit der Familie zu verbringen oder wenn es nicht möglich ist, einfach mal zu schreiben oder anzurufen und zu fragen, wie es geht und irgendwas explodieren zu lassen. Bitte nicht. Und vielleicht noch als kleiner Zusatz, ich weiß, dass viele Leute eventuell mit ihrer Familie nicht so gut klarkommen, dass es viel Streit gibt. Versucht doch irgendwie in dieser Zeit diesen Spirit einfach aufzugreifen, den Weihnachten so vermittelt und einfach mal zu verzeihen, Streit irgendwie aus der Welt zu schaffen oder keinen neuen Streit anzufangen zumindest. Das wäre ja schon mal was Schönes. Das wollte ich eigentlich nur kurz loswerden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt sie, esst viel, egal ob ihr feiert oder nicht. Versucht einfach das Beste daraus zu machen, wie man es eigentlich jeden Tag machen sollte, aber an Weihnachten ist es vielleicht ein bisschen mehr Motivation zu sagen, okay, heute bin ich mal ein bisschen friedlicher, ausgeglichener, glücklicher. I don't know, man! Ich werde heute auf jeden Fall den Tag auch noch filmen. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich zwischen den Tagen hochladen werde. Ich wollte eigentlich nicht so wirklich viel vloggen. Ich werde einfach gucken, dass ich so ein paar andere Videos mache. So ein kleines Q&A wollte ich nochmal machen auf Snapchat oder auf Twitter. Mal schauen. Haltet auf jeden Fall die Augen offen und ja.